Wir sind ja immer noch am China-Stand hier auf der ITB und jetzt ist Derek Lin bei mir. Er ist für Sales und Marketing verantwortlich beim White Swan Hotel in Guangzhou in China. Und jetzt natürlich erstmal die Frage, wo liegt denn diese Stadt überhaupt? Where in China is Guangzhou? Guangzhou is in the south of China, so it's the largest city in South China. Es ist die größte Stadt in Südchina. Ist es mehr an der Küste oder im Inland? Is it on the coast or inland? Pardon me, is it on the coast or is it more inland? It's on the coast. An der Küste. Und was ist das Besondere am White Swan Hotel? What's special about the White Swan Hotel? White Swan Hotel is the first five-star hotel in China and it's really a historic hotel. It's in the landmark of the city. So now we have 520 rooms and more than about 2,000 square meters meeting functions. And it's really a beautiful hotel because one side is facing the river, our mother river, another side is facing the Sami Island. It's very European style island. So I think it's very historical and cultural hotel in that place. Es war das erste 5-Sterne-Hotel in China. Es ist ein sehr historisches Hotel, mitten im Stadtzentrum und am Hauptfluss gelegen. Man guckt von der einen Seite auf den Fluss, von der anderen Seite auf eine Flussinsel. Es gibt über 500 Zimmer im Hotel und es gibt einen großen Konferenzbereich. Und ich denke mal, man kann da auch sehr gut Chinesisch essen. And I think you also can have some good Chinese meals in your hotel. Yes, it's very famous one. We have two very famous restaurants in our hotel. One is for Canton food. It's our local food, Canton food. It's so many awards in the local city. And other one, you have a Taste of China provision restaurant. It's offered in whole China, like Beijing food, Shanghai food, Sichuan food, and Hunan food. It's very delicious. Es gibt zwei Restaurants im Hotel und das eine ist auf die regionale Küche spezialisiert, hat da auch sehr viele Preise gewonnen und das andere präsentiert Gerichte aus allen Teilen Chinas. Man kann sich da sozusagen durch China hindurch essen. Sie haben gesagt, das ist ein sehr historisches Hotel. Wie alt ist es? You said it's a historic hotel. Mm-hmm. When was it built? It's open on, the first open is 1983. February 6th, and from 2011, after 29 years old, we are with renovation. So we opened it on 2015, July 14. So we are very successful to operation for 29 years, and because the hardware is getting older, and then you spend about 3.5 years to renovation, and take about 1 billion RMB. So after that, you upgrade all the facilities. The room is from 30 square meters become 60 square meters, and the hardware is upgrade, the technical, the environment, everything's upgrade. So I think now the business is going very well and welcome the international guests. And last year, we also joined the World Hotels Organization. We are the first one luxury hotel in China. So, yeah. Also gemessen am Alter der chinesischen Zivilisation ist das Hotel nicht so alt. Es wurde 1983 gebaut, aber es ist in den letzten Jahren noch mal ganz komplett umgestaltet worden. Es ist modernisiert worden von den technischen Anlagen her. Die Zimmer sind von 36 auf 60 Quadratmeter erhöht worden und es gilt jetzt als eines der besten Luxushotels in ganz China. Hat sehr viele europäische Gäste, aber natürlich auch andere. Wenn man sich über das Hotel informieren will, wo findet man das im Internet? If you want to find some information about the hotel on the net, where do people have to go? So very easy, because we have our official website, it's White Swan Hotel, www.whiteswanhotel.com. And then we also in the World Hotel, you're just looking for the luxury hotel in Guangzhou, you can search them. And you from the Google, from the Baidu, from Yahoo, you just click White Swan Hotel in Guangzhou or luxury hotel in Guangzhou, you very easy to find there. And otherwise, you can go from the OTA, like some social media, cheap advisor, like some big OTA, like Booking.com, like Ctrip, like Expedia. It's very convenient looking for White Swan Hotel.
Also man findet natürlich auf allen Hotel-Webseiten findet man das. Man kann auch einfach nach whiteswanhotel.com gehen, also das Hotel des weißen Schwans, whiteswanhotel.com, oder einfach googeln Luxury Hotel Guangzhou, China, dann findet man das. Und jetzt herzlichen Dank, Derek Lin. Thank you very much. Thank you so much and welcome to Guangzhou, welcome to White Swan Hotel. Looking forward to see you soon. Thank you. Also, er freut sich auf uns in Guangzhou.